Hallo meine Freunde und lieben Zuschauer. Willkommen zu einem neuen Tag in Subsistence. Heute werden wir mal etwas ganz Besonderes kräften. Ja. So. Schauen mal hier hin und schauen uns mal an, was wir für einen Sessel brauchen. Ich vergesse immer meine Kopfhörer aufzusetzen. So, dazu brauchen wir Bretter, Metall, gefüllter Stoff und Seil. Bretter, Metall, gefüllter Stoff und ein Seil. Werden wir ein Seil herstellen müssen. So, können wir auch hier das normale. Was ist das? Ein normales Tauwerk. Naja. Für mich geht das auch als Seil durch. So, und dann uns mal einen gemütlichen Sessel mal herstellen. Für die Couch brauchen wir dann wird das Metall aber nicht ausreichen. So, jetzt stellen wir erstmal einen Sessel her. Schön gemütlichen Sessel. Bringen wir das erstmal wieder zurück. Da müssen wir Metall sammeln. So, haben wir den Sessel fertig, jawohl. Legen wir hier auf die 8. Und ich würde sagen, ja, zwischen Herd und Heizung. Im Winter müssen wir dann direkt neben der Heizung. Im Frühjahr dann hoffentlich nicht. Oh, sieht da ganz gemütlich aus. Ja, jetzt haben wir einen Sessel. Kann man sich auch drauf hinsetzen. Aber man kann sich auch hinsetzen, das ist ja klasse. Das ist aber was ganz anderes. Nette Perspektive, finde ich. So, kannst du wieder aufstehen? Ah ja, muss man nochmal E drücken. Gut. Dann haben wir jetzt einen Sessel. Wenn wir noch was essen, was trinken. Schauen nach draußen, noch in unseren Beeten. Weil die brauchen auch wieder Wasser. Dünger. Dünger haben wir hier. Noch ein bisschen Wasser raus. So, jetzt schauen wir innen. Den Hühnern müsste es eigentlich noch gut gehen. Egal. Füllen wir mal auf. Wer weiß, wie lange wir wegbleiben. So. Wir lernen weg und nehmen wieder, nehmen wir euch 4 mit. So, nehmen wir 4 mit. Und wir gehen wieder sammeln. Alles, was wir so sichtigen werden, wenn wir looten. Die Kiste machen wir als erstes looten. Alles immer gut. Schauen wir mal die Küste entlang. Weit und breit nicht zu sehen, oder gehen wir hier ins Waldstück. Und was sehen wir? Dort erneut eine Tasche. Nehmen wir natürlich mit. Dann nehmen wir mal die Pickhacke. Auch mal hier ab. Wir haben zwar die Erdbohrer, aber die kommen manchmal gar nicht so schnell hinterher.
dem Material, wie wir es brauchen. Ah, ein Hühnchen. Wo ist mein Bogen? Ja. Die Hühnchen nehme ich lieber den Bogen. Der ist nicht so. Ach, sieh an, ich bin noch stehen geblieben. Habe ich dennoch entdeckt. Oh, der Bär. Ja. Was machen wir da? Nehmen wir den anderen Bogen. Ne, ist der Wolf. Wolfi. Ach, Hühnchen ist da. Läuft mir direkt in die Arme. Weil ich zum Bogen ziehe. Bin weg. Interessant. Der Wolf. Ne, das ist ein Bär. Das ist doch ein Bär. Ist ja doch ein Bär. Na, komm her, lieber Bär. Wenn du mir so über den Weg läufst, dann lebst du gefährlich. So, schauen wir mal. Hühnchen hat sie natürlich verkrochen. Da macht nichts. Schauen weiter, was wir noch hier noch aus der Natur bergen können. Sehr gut. Sonst noch mehr? Nein, sieht nicht so aus. Aber hier. Geil. Wildschwein brauchen wir nicht. Da habe ich was gesehen. Das war nur ein Schatten. Aber hier. Eine Nagelkiste. Ein Metall. Aber immerhin. Manchmal muss man sehr genügsam sein. Eine Medizintasche. Dann haben wir hier ein Rehkitz. Die tote Kiste oder ist das? Das ist, denke ich mal, nur ein Stein. Haben wir im Spiel im Monat Oktober. Na, Wolfi, was ist zu mir? Komm mal. Ja, schön. Wir waren mal wieder satt. Alter, kann man ja gleich die eine Feldflasche mit auffüllen. So. Weiter geht's. Oh, dort oben liegt eine Flasche. Mal sehen, ob wir hochspringen können. Ja. Kennen wir. Nägel über Nägel. Sieht's aus, gut. Hier liegt auch eine Tasche. Sehr schön. Und eine Kiste. Hoffentlich mal ein bisschen mehr Metall drin. Naja, geht schon. Halber nochmal. Ne, brauchen wir ehrlich. Brauchen wir ehrlich.
Hier sehe ich da wieder eine. Ja, schön. So ein Hühnchen läuft mir direkt vor die Füße. Na, Hühnchen. Vielleicht habe ich auch ein bisschen mehr Glück, ja? Komm her. Das ist erwischt. Aber ist nun leider nicht mehr am Leben. Noch eine schicke Munitionstasche. Den haben wir hier, ein Wolf. Ein Wolf. Hallo? Ah, ich hatte den einfachen Bogen, ja, der von daher. Brauchte ich drei Pfeile. Hallo? So. Na, erstmal wieder hier. Hände waschen. Weiter geht's. Wäre nett, wenn wir wieder eine große Kiste finden würden. Die liegen meistens nie so unmittelbar am Strand, sondern mehr im Waldinneren. Ah, ich muss essen lassen. So. Wo läuft sie hin? Nein. So, schauen wir mal, ob es lebt. Sieht nicht so aus. Lebt auch nicht. Ja. Möhre kann man essen. Die können wir ablegen. Oh. Ach, den anderen Bogen nehmen. Ja. Einmal. Zweimal. Ja, da gehen wir mal wieder ins Wasser. Mal die Flasche mit auf. Das ist Wolfssaison, ja? Läuft uns direkt in die Arme. Uns ein gefundenes Fressen. So, schauen wir weiter. Gucken wir mal gleich nach oben. Hühnchen. Ja, Hühnchen. Da bist du ja. Einen anderen Bogen. Das Hühnchen lebt. Kann man am grünen Balken sehen. Mein Inventar war voll. Ja, dann kann es natürlich schlichten gehen. Ach, da hätte ich vorher noch schauen müssen. Habe ich aber nicht. Ja, mein Fehler. Nun gut. Schauen wir mal hier in diese Tasche.
Es wird schon wieder dunkel. Das heißt, wir müssen nach Hause. Wenn wir wohl in stockdunkel ankommen. Sieht man manchmal die Hand vor Augen nicht. Vielleicht soll ich doch mal meinen blauen Stab mitnehmen. Diesen Leuchtstab, den man am Anfang des Spiels mit dabei bekommt. Manchmal ist es im Winter recht so klar, dass die Sterne ausreichend Licht bieten, dass man draußen immer noch herumlaufen kann. Dann kommen wir nämlich abwärts an. Grad haben wir. Ich habe die wärmsten Sachen an, die man diesem Spiel herstellen kann. Ich glaube, das geht, ich denke, bis minus 8,5 Grad. Ich gleich mal gucken. Erst bin ich Treppe hoch. So, schauen wir mal. Minus 8,5 Grad, ja. Stimmt also. Schauen wir erstmal nach unserem... erstmal Licht. Licht ist das A und O. Eine schöne Öllampe, wenn man nett ist. Ach, ist ja schon voll hier. Ja. Lass das mal rein. Schlachten. Das rein. Schlachten. Das rein. Nehmen wir das raus. Fett halbieren. Fett rein. Wo sonst noch Fleisch? Nein. Auch hier. So, wenn wir das andere erstmal in die Kiste bringen. So. Sahn tun wir hier rein. Ja. Jetzt mal die Pumpe nochmal mit einem Patronen nachladen. Wie sieht es hier aus? Brennstoff kann auch gebrauchen. Baumäßig. Sieht gut aus. Kann noch ein bisschen Masse gebrauchen. Machen wir die Masse mal an. Füllen wenig von dem Bioöl in die Generatoren nach. So. Wenn der Massegenerator hier läuft, dann zieht er ganz schön Strom. Minus 2,5. Deswegen müssen wir hier die Generatoren anschalten. Die bringen jeweils 1,0. Die 3 bringt es 3. Das haben wir 0,5 mehr als der Massegenerator verbraucht. Ziehen wir mal runter. Einfach noch oben so. Wie sieht es aus mit Essen? Ja, ein Stückchen können wir wieder essen. Eins legen wir uns zur Seite. Später.
Wasser hier hin. Und mit Kristalle hier rein. Die Motoren haben wir ja aufgefüllt. War auch erstmal weg. Die beiden weg. So. Wie sieht's aus? Raketen. Mal ein bisschen Dünger wieder nachlegen. Es geht ja ganz schnell. Den Beeten. Aber ich denke nicht, dass die Pflanzen eingehen, wenn sie keinen Dünger mehr haben. Wenn sie kein Wasser mehr haben, weiß ich nicht, ob die eingehen. Ist mir noch nicht passiert. Alles in Ordnung soweit. Nur da dunkel ist. Ja, ist leer. Wenn dunkel ist, machen wir mal hier. Eben schnell. Immer eben nach. Kann man gut den häuslichen Pflichten nachgehen. Aha, schon verschmoren, ne? Gut, ja auch. Oh, wieder Holz noch. Natürlich auch. Und dann schmeißt man das in den Masse. Ja, ja, ja. Okay. Hier fehlt ja nicht mehr, bis er dann die Obergrenze 600 erreicht hat. So. Das müssen wir noch abkochen. Hier habe ich eine Wasserreserve für den Winter. Können wir das Wasser zurücklegen. Gut. Dünger lassen wir noch brennen. Na, wird schon wieder hell. Sieht so aus. Wunderbar. Wird schon wieder hell. Immer. Dann will ich wieder ausmachen. Also mal ein bisschen lüften noch. Pflanzen und alles. Frische Luft bekommen. Vielleicht geht eins oder dadurch schneller. Ich glaube, hier mache ich auch noch mal eine Holztür rein. Da kann man die besser sehen, die Türen. Wenn alles hier aus Stahl ist, dann sieht man die Tür so schlecht. Habe ich hier wieder ein Holz hier eingebaut. Können wir mal kurz gucken, was die Erdbohrer so machen. Ja. Vielleicht sollte man eins umstellen wieder auf Eisen. Das auf Eisen wieder umstellen. Kupfer können wir lassen. Und ja. Lassen wir so, oder? Also machen wir noch mal Eisen. Machen wir noch mal Eisen. Und hier rein. So. Auch auf Eisen haben wir jetzt auch reichlich gekräftet. Und wir nächstes Mal einen schönen Tauchgang wieder machen. Wie sieht es denn aus hier mit Aufwerten? Wenn ich den Bogen noch einmal aufwerte, ist das Äußerste dann. Was brauchen wir hier? Premium-Waffenteile. Ah, ist was ganz Neues. Wie komme ich denn da dran? Wie komme ich an Premium-Waffenteile? Kann man die auch in den Kisten finden, oder? Premium-Waffenteile. Das ist ein Rätsel für mich. Wie kann man daraus... Kann man aus normalen Waffenteilen Premium-Waffenteile machen.
Vielleicht mit der Drehbank. Kann das sein? Gibt es hier irgendetwas? Ja, vielleicht mit der Drehbank. Sechs Platinen, Metallschrott, Legierungsbleche. Natürlich können wir auch irgendwann die Drehbank herstellen. Müssen wir dann hier hinstellen. Weil die nimmt unwahrscheinlich viel Platz ein. Sonst hätten wir nämlich gar keinen Platz hier. Dann müsste die Kiste, ja, dann müsste ich die Kisten mal wegpacken. Das nächste Mal machen wir uns dann die Drehmaschine, oder? So, ich würde sagen, wir versetzen die mal. Die Kiste. Tun wir dann am besten hier rein, ne? Eine kann ja vielleicht hier sein noch. Ja. Wir werden auch versetzen. Und sehen wir zu, dass wir beim nächsten Mal die Drehmaschine brauchen. Ich vermute mal, dass wir dadurch diese Premium-Waffenteile herstellen können. Das ist nur ein Verdacht. Wenn das einer von euch weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Aber ich würde sagen, meine lieben Freunde, Zuschauer, für heute werden wir den Tag abschließen. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich sage dann mal bis dahin und tschüss.